Um satte 40% konnte die Daimler-Aktie seit vergangenem Dezember zulegen. Und wie sich heute zeigte, offenbar durchaus zu Recht. Ob zu Recht oder nicht, das wollen wir heute besprechen mit Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Norbert, die heutigen Daimler-Zahlen wurden von den Anlegern geradezu euphorisch aufgenommen. Wirklich jetzt zu Recht? Ja, wirklich zu Recht. Also ein Umsatz bei rund 106 Milliarden Euro und ein Gewinn von über 6 Milliarden. Das ist wirklich satt, das ist wirklich gut. Ja, und auch der Ausblick ins Jahr 2012 ist gut. Man will weiter wachsen. Man hat ein kleines Haar in der Suppe gehabt. Ob das auch mit dem Gewinn so weiter wachsen würde, müsste man mal schauen. Aber auf jeden Fall, man will weiter wachsen. Und das freut natürlich auch die Anleger zu hören. Viele hatten ja die Befürchtung, dass das Jahr 2012 autokonjunkturell relativ schlecht werden könnte. Daimler macht jetzt hier eher andere Aussagen. Das freut unsere Anleger. Und du hast schon angesprochen, 40% hat die Aktie eigentlich schon zugelegt. Aber unsere Anleger in Stuttgart sind hier der Meinung, dass sogar noch mehr drin sein könnte. Wir sehen sehr viele Derivate-Anleger, ja, die teilweise auch schon im Vorfeld der Zahlen gekauft haben. Das muss man sagen. Da war noch die Empfehlung eines Börsenbriefs mit im Spiel. Aber jetzt auch nach den Zahlen sehen wir, die Anleger steigen nicht aus. Ganz im Gegenteil, sie greifen weiter zu. Zu den absoluten Top-Performern der vergangenen Tage gehören insbesondere die Finanzinstitute. Hat sich das auch im Derivatehandel bemerkbar gemacht? Oh ja, das hat sich bemerkbar gemacht. Wir sehen vor allem jetzt einen neuen Trend, der auch wiederum, muss man fairerweise dazu sagen, von einem Börsenbrief etwas angestoßen wurde. Sehen wir, dass nicht mehr nur einzelne Banktitel gekauft werden, sondern jetzt sogar Zertifikate auf den Eurostoxx Bankenindex. Das hat damit zu tun, dass man eben auch vor allem der Börsenbrief eben der Meinung ist, die Einigung mit Griechenland, na, die sollte doch zu machen sein. Das sollte wirklich passen, dass man Griechenland retten kann. Ja, und dann werden viele Banken möglicherweise einfach sehr günstig bewertet. Viel haben sie in der letzten Zeit schon abgeschrieben. Und da ist auch der Börsenbrief der Meinung, da könnte es einige positive Überraschungen geben. Ja, und die Anleger steigen auf diesen Trend auf. Nicht mehr nur Einzelwerte sind bei den Anlegern gefragt, allen voran immer noch die Deutsche Bank, sondern jetzt auch Zertifikate auf den Eurostoxx Bankenindex. Der Deutsche Leitindex kennt währenddessen nur einen Weg nach oben, wie es scheint. Selbst die 7000er-Punkte-Marke rückt wieder in den Fokus. Ja, wie reagieren die Anleger in Stuttgart? Ja, dieses Tief-Durchschnaufen, wie du es jetzt gerade gemacht hast, da scheinen sich auch unsere Anleger nochmal überlegt zu haben. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, sagte ich noch, naja, sie rechnen wohl jetzt doch eher damit, dass es nicht mehr weiter nach oben geht. Wenn wir jetzt auf den EUWAX-Sentiment schauen, sehen wir ein ganz anderes Bild. Wir sehen, die Stimmung hat massiv gedreht. Wir sind immer noch bei 6.800, ein Schnaps drüber in etwa. Und die Anleger scheinen der Meinung zu sein, na, es könnte jetzt vielleicht doch sein, dass der DAX nicht korrigiert und vielleicht doch Richtung 7.000 oder vielleicht sogar noch darüber hinaus läuft. Die Anleger sind auf jeden Fall wieder deutlich optimistischer als noch in der vergangenen Woche. Ja, und nehmen wir an, dass der DAX doch noch zulegen kann. Korrigierte oder korrigierte nicht, Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.